freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Umbau des Mercedes Arox. Heute wäre ja eigentlich rein von dem von der Chronologie her der Kipper dran. Der ist heute nicht dran. Wir haben ja in der ersten Folge unsere Achsen eingebaut, unsere Lenkachsen, habe dann die Umlenkung noch gemacht und inzwischen ist auch die Pendelachse, die Antriebsachse mit den Radadaptern dazugekommen. Das heißt, wir sind jetzt bei Folge Nummer 4 bei dem Ganzen. Und nachdem ich ja natürlich die Achse hinten eingebaut habe, musste das Ding auch Probe gefahren werden und nicht nur wie auf dem Video hier natürlich so ein bisschen rundum und um im Keller, sondern ich war damit auch auf der Baustelle und habe da meine Runden gedreht, mal alle Winkel ausprobiert und ich muss sagen, die Lenkung ist der Hammer. Also sie steht wirklich, der Vierachser steht dem MAN hier nichts nach, der lenkt super sauber um die Kurven rum. Das Einzige, was ist, ist die Starrheit der beiden vorderen Achsen. Ich zeige euch das mal kurz. Das heißt, wir haben ja hinten die Pendelachse drin, die sich in alle Richtungen ausgleicht. Das ist also wunderbar. Ihr seht es auch hier an der Tischkante, wie schön der ausgleicht. Das haben wir hier vorne nicht. Hier haben wir zwei Achsen direkt hintereinander, die ganz starr sind und ich sage, die fahren sich wie ein Brett. Das heißt, egal was kommt, wenn die vordere hochgeht, geht auch die mittlere hoch, geht die mittlere hoch, geht die vordere mit hoch. Das Ganze ist einfach ein starrer Block. Aus diesem Grund sind wir heute jetzt nicht, wie gesagt, beim Kipperaufbau, sondern wir sind dabei, das Ganze hier vorne pendelnd einzubauen, aber nur eine Achse. In diesem Fall baue ich jetzt nur die Vorderachse pendelnd bzw. federnd ein, weil wir brauchen zwangsläufig eine starre Achse. Dafür nehme ich jetzt die mittlere Achse her. Wenn ich diese auch pendelnd machen würde und wir haben hier hinten ein Pendeln, was passiert? Wir pendeln hier hinten, wir pendeln hier vorne, dann brauche ich nur darauf warten, dass das ganze Ding permanent seitlich über die Baustelle fährt, weil ich überhaupt keine Starrheit und keine Festigkeit mehr in das Fahrwerk bekomme. Aus diesem Grund bleibt die mittlere starr, die vordere bauen wir ein, dass sie ein bisschen mehr Varianten hat und sich dementsprechend auch im Gelände ausgleichen kann. Wie machen wir das? Ich habe mir hier was überlegt, den Faulenzer-Block, den kennt ihr ja jetzt nun alle und ich habe euch jetzt hier das Faulenzer-Pendel mitgebracht. Wie wir das Ganze einbauen, zeige ich euch jetzt gleich. Es ist alles in dieser Tüte drin, was wir brauchen. Und das Beste ist, ich bräuchte diesen normalen Faulenzer-Block, den wir das erste Mal eingebaut haben, noch nicht mal vorneweg. Ich kann also auch mit dem Faulenzer-Pendel das Ganze von vornherein schon richtig bauen. Das, was ich jetzt nachträglich korrigieren muss. Bevor ich es vergesse, diesen Aufbau kennen wir ja schon vom letzten Mal. Hier ist der Faulenzer-Block drin. Der sieht jetzt übrigens neu so aus. Hat also schräge Kanten. Hier brauche ich es nicht unbedingt. Ich habe relativ große Kugelköpfe, die gehen hier oben drüber über die Kante. Aber nicht jeder kauft ja die Lenkachse als Sorglospaket mit Kugelköpfen. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel zweier Kugelköpfe drin habt, kann es etwas enger werden, funktioniert also dann auch unter Umständen eben nicht. Und damit das auch dann funktioniert, habe ich euch die Variante 2, das ist die, die jetzt geliefert wird, wenn ihr bestellt, kommt. Die hat eben hier schräge Ecken, das heißt, auch hier schafft ihr den vollen Lenkeinschlag. Kommen wir nun zum Einbau unseres Faulenzer Pendelblocks. Was wir dazu machen müssen, ist relativ einfach, das heißt, wir müssen diesen Block hier ausbauen, hier einmal lösen, das heißt, dass ich einmal diese Achse rausbekomme. Das kann ich einmal hier natürlich im zusammengebauten Zustand machen. Aber wie ich beim letzten Mal schon gezeigt habe, ist das relativ easy hier zu handeln mit den U-Profilen. Ich habe die Schrauben momentan noch draußen, damit das einfach auch schnell umbaubar ist. Das heißt, ich nehme hier einfach wieder diesen ganzen Block raus aus dem Modell. Das kann ich zur Seite stellen und kann jetzt hier in Ruhe an meinem Pendel arbeiten. In diesem Fall haben wir ja die ganze Sache hier schon ausgemossen. Das Ganze ist schon fest eingebaut. Und ich muss das Ganze jetzt auch einmal erst ausbauen. Das heißt, ich hänge den Servo hier einmal aus. Dann kann ich hier diese
Verbindungsschraube, diese Schraube für die Umlenkung einmal aufdrehen. So, dann ist die Achse hier schon frei. Und ich kann das Ganze, den ganzen Block einmal herausschrauben von meiner Führung. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zu dem Punkt, wo ich sage, wenn ihr jetzt das hier noch nicht so habt, dann ist das kein Problem, denn der Einbau funktioniert mit dem Faulenzer Pendel ganz genauso wie mit dem Faulenzer Block. Das heißt, auch hier habe ich die Löcher vorgebohrt. Packen wir einmal unseren Block aus. Jetzt tun wir zur Seite. Das hier sind die Schrauben vom Rahmen, also wo ich auf das Profil geschraubt habe. Und das hier ist alles in meinem Faulenzer Pendel enthalten. Ich habe hier diese zwei Teile, drei Platten, fünf Schrauben mit Mutter, zwei Federn und dann den Faulenzer Pendel Block. Was ich als nächstes mache, ist das, dass ich hier diese Löcher noch einmal nacharbeite. Die kommen mit dem 3D-Drucker schon sehr genau raus, aber damit die Schrauben nachher alle schön einfach durchflutschen, bohre ich hier einmal mit einem Dreierbohrer einmal nach. Auch hier bohre ich einmal nach und zwar sind hier Löcher vorhanden. Kann ich entweder mit einem Schraubenzieher einfach durchdrücken und rausnehmen. Ich kann natürlich auch direkt reinbohren. So, der will gar nicht. Ausliefern werde ich es euch wahrscheinlich in der Form so gar vorbereitet. So, hier sind auch Löcher drin. Die bohren wir auch einmal nochmal nach. Gleiche bei der zweiten Seite. Und bei dem Deckelteil auch. Somit ist das Faulenzerpendel schon mal grob vorbereitet. Ich nehme jetzt hier noch den anderen Block raus. Das hier ist ja jetzt so ziemlich der Stand, den ihr habt, wenn ihr die Achse und den Pendelblock einzeln bekommt. Die ist natürlich dann noch dementsprechend länger. Mit dem Zubehör, der hier aber dabei ist, können wir den auch dementsprechend schnell kürzen bzw. abmessen. Das heißt, wir bauen jetzt hier diese Teile zwischen rein. Sieht dann so aus. Und sollte die Stange noch nicht gekürzt sein, einfach links und rechts einen Zentimeter drauf geben, was in die Achsseiten hineinfährt. So. Im Falle des Erstzusammenbaus habt ihr natürlich diese Stange hier noch nicht dran. Macht aber nichts, macht es euch nur einfacher, weil ich bräuchte jetzt gerade noch ein paar Hände mehr und ich stecke das Ganze jetzt einmal zusammen.
Und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, wir haben die Schrauben immer noch oben. Und jetzt kommt unser Block zum Einsatz. Und ihr seht, der schaut genauso aus wie der normale Faulenzerblock, der starre Block. Aber ihr könnt diesen hier nicht für eine starre Montage hernehmen. Das ist ganz wichtig, weil der ist an der Seite hier sehr brüchig. Das zeige ich euch nachher auch warum. Ihr könnt ihn nicht für die starre Montage hernehmen, das wird nicht funktionieren. Das hier ist wirklich für ein Pendel gedacht. Hier unten sind zwei Löcher, momentan noch nicht. Die muss ich raustrennen, wenn ich Federn einbauen möchte. In dem Fall möchte ich euch das natürlich zeigen. Das heißt, ich nehme hier einfach irgendwie einen Schraubenzieher und hebel das hier raus. Ihr müsst das nicht machen, wenn ihr sagt, ich mache sowieso ein Pendel rein und möchte das ohne Federn einbauen. Dann macht das, lasst es einfach drin. Ich breche es raus, mache dem Block aber keinen Abbruch, wenn es draußen ist. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus. Und dann muss ich jetzt hier die Halterung noch zusammenbauen. Das sind diese drei Teile plus vier Schrauben mit Mutter. Das ist alles mit dabei. Und wir schrauben das so zusammen. Dieser Deckel hat unten eine Nut. Hier haben wir die Löcher drin. Und jetzt ist es wichtig, dass dieses kleine Loch nach oben Richtung Deckel zeigt und die glatte Seite nach innen. Wenn ihr es andersrum einbaut, es ist kein Beinbruch, aber so funktioniert es einfach etwas schöner. So, erste Seite. Und bei der zweiten Seite auch wieder darauf achten, dass dieses Loch nach oben näher an dem Deckel heran ist. Wir drehen es um, dass die glatte Seite, die glattere Seite, so muss man sagen, nach innen zeigt. Und wir stecken jetzt einfach nur eine Schraube durch. Die wird noch nicht festgeschraubt. Die stecken wir jetzt einfach bloß hier durch zum Fixieren. So sieht das Ganze aus. Nochmal in der Nähe. Hier in der Mitte ist es etwas dicker, der Deckel. Und die Löcher sind näher an der oberen Seite und die glatte Seite zeigt nach innen. Die Achse haben wir ja soweit zusammengebaut. Die Schrauben kommen von oben nach unten gehend, so wie vorher auch. Hier haben wir den Block und jetzt machen wir den ersten Schritt. Das heißt, wir stecken das Ganze hier einmal nur zusammen. So wie bei dem Original starren Block auch. Ihr könntet jetzt nach dem gleichen Prinzip eigentlich auch den starren Block benutzen. Der Pendelblock hat übrigens auch hier diese Abstandshalter für die Winkel. So, wir stecken hier die Schrauben rein und drehen die auch fest. Also hier unten haben wir auch wieder eine Sechskantaufnahme, die ist nicht ganz so gut wie beim anderen. Ihr werdet dann sehen, warum. Aber wir müssen es nur fixieren. Findigen unter euch werden nun natürlich sagen, wenn ich die jetzt unten festschraube, da kann natürlich nichts mehr pendeln. Das weiß ich. Lasst euch überraschen. Sollte da unten etwas Plastikfilament irgendwo im Weg sein zum Schrauben, einfach mit dem Schraubenzieher etwas rumfahren. Das lässt sich hier nicht immer ganz vermeiden, weil ich hier sehr, sehr dünn drucken muss. Wichtig ist, dass ihr es aber auf jeden Fall festschraubt. Ihr sollt hier nicht festziehen für eine Jahrhundertschraube. Das machen wir nachher sowieso gleich wieder auf. Es geht nur darum, dass die Lenkachse jetzt hier einmal fest auf dem Block aufsitzt. Und wie gesagt, egal ob ihr dieses Gestänge schon dran habt oder nicht, also bei mir geht es jetzt eher im Weg um, wenn ihr nur die Lenkachsen habt. Ihr seht, das ist alles starr, hier wackelt nichts.
dann sind wir so, dass wir das Ganze jetzt aufeinander geschraubt haben. Ich drehe es gerade mal um, dann sieht man ein bisschen besser hin. Und ihr seht jetzt hier schon ein Loch. Kommen wir zu unserem Begrenzer, unserer Haltenase, die nach oben geht. Und die stecken wir jetzt hier einmal drüber. Jetzt wisst ihr auch, warum es wichtig war, dass die Löcher weiter oben sind. Weil in dieser Formation können wir hier exakt durchbohren. Und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Ihr könnt das auf der Standbohrmaschine machen, ihr könnt das aber auch händisch machen. Ich probiere mich jetzt händisch. Ich hoffe, dass es gerade wird. Also, Dreierbohrer. Und einmal hier gerade durch. Lassen wir uns überraschen. Wir sind durch das Loch herausgekommen. Wer sich hier etwas unsicherer ist mit dem Bohren, kann das natürlich auch festschrauben. Aber das ist trotzdem nur Plastik und das ist ein Metallbohrer. Das heißt, wenn ich hier verrutsche, bohrt er natürlich auch schräg durch ein Plastikteil durch. Es ist keine 100% Führung da. Brauchen wir aber auch nicht. Ihr habt es gesehen, ich habe auch geschwankt. Und bin hier trotzdem gerade durch die Mitte. Wie gesagt, wenn ihr eine Standbohrmaschine habt, legt das Ding ein, bohrt geradeaus durch. Wie gesagt, ihr könnt das hier noch schon festschrauben, das Oberteil. Dann wackelt da auch nichts mehr, dann ist das alles schon ein fester Block. Dieses Loch macht ihr immer, egal ob ihr es pendeln oder federn und pendeln oder wie auch immer. Auch wenn ihr sagt, ah, vielleicht brauche ich nachher die starre Achse wieder. Macht dieses Loch. Weil, wenn ihr dieses Teil hier jetzt rausbrecht, damit es pendelt, schafft ihr das Loch nicht mehr an diese Stelle zu postieren. Es geht nicht mehr. Ihr könnt es nicht mehr bohren, ihr könnt das Ding so nicht mehr machen. Es ist ein Haufen Aufwand, es geht einfach nicht mehr. Das heißt, ihr bohrt hier immer durch. Denn, selbst wenn ihr sagt, ich will das ja federn und nicht pendelnd, dieses Loch stört niemanden. Das ist halt dann da drin, aber es wird A, keiner sehen. Es tut der ganzen Achse auch keinen Abbruch. Also, wir haben jetzt hier das Loch gebohrt, können jetzt hier den Teil wieder abbauen. So, das baue ich gleich wieder zusammen, so wie es sich gehört. So, dieses Zeug brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir hier das Loch mittig drin. Jetzt können wir immer noch nicht pendeln. Dieses Problem werden wir jetzt beheben und jetzt machen wir genau diese Schrauben auch wieder auf. Und in Anführungszeichen beheben dieses Problem oder diesen Missstand. Hier ist unser Block, hier ist unsere vorbereitete Achse. Und was machen wir jetzt? Wir müssen ja irgendwie einen Weg schaffen, damit wir pendeln können. Und jetzt sehen wir hier ist ein Loch oder ein Dreieck auf dieser Seite und auf dieser Seite ist es etwas ausgeschnitten. Hier stecken noch die Muttern drin, muss ich auch noch rausholen. Die gehen uns auch im Weg um und fehlen uns natürlich nachher. So, ich zeige es nochmal in der Nähe. Und hier ist ein Loch. In dieses Loch stecken wir einen Schraubenzieher und hebeln diese Seite einfach raus. Können wir wegschmeißen. Ihr seht, wir haben jetzt hier schon ein betrachtliches Loch gerissen. Das gleiche machen wir auf dieser Seite hier auch. Reißen es einfach raus. Ich zeige es nochmal in der Nähe.
wie das jetzt einfach rausgerissen ausschaut. Und jetzt seht ihr hier, dass wir hier eine Umrandung haben und in der Mitte ist eigentlich nicht mehr wirklich viel Material vorhanden. Wir nehmen ein Cuttermesser und machen hier drin das einfach noch sauber. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist also hier komplett leer. Das gleiche machen wir auf der Seite auch. Das heißt, ich fahre hier einfach ein bisschen rein und hole das, was noch da drin steckt, raus. Und das Ganze sieht nun so aus. Das ist die Seite, die zum Modell hinkommt. Hier sind nochmal die Kanten. Die Kanten sind immer noch da für den Anschlag an den Winkeln. Und so sieht die andere Seite aus. Also hier, das ist der Teil, der technisch gesehen, wenn es das Modell richtig rumsteht, nach unten zeigt, also zur Achse hin zeigt. Jetzt können wir das Ganze eigentlich auch schon fast einbauen. Das Einzige, was ich jetzt in dem Fall machen muss, ist, ich muss meine Schrauben umdrehen, damit wir auch genug Pendelweg haben. Das heißt, ich nehme die Schrauben und stecke die jetzt von unten hinein, damit ich die Mutter oben reindrehen kann. Damit kriege ich natürlich einen höheren Pendelweg als andersherum. So, clevererweise muss man das natürlich auch gleich festschrauben. Also einmal Schrauben umdrehen. Und ich kann sie auch schon festschrauben, da die Achsen ja jetzt nirgendwo mehr angeschraubt werden. So. Die Mittelstrebe hier gibt nun die Breite vor. Das ist das Praktische. Das heißt, selbst durch das, dass wir jetzt diesen Faulenzerblock nicht mehr haben, als grundlegendes Maß, ich könnte es natürlich noch nehmen, ich habe ja den anderen noch da, aber ich brauche es nicht mehr, da diese Mittelverbindung jetzt meinen Abstand natürlich misst. Das heißt, selbst wenn es mir jetzt in den Fingern hier irgendwie nochmal auseinanderfällt oder ich das doch nochmal auseinandernehmen muss, weil ich etwas nacharbeiten muss oder keine Ahnung, was euch auch immer einfällt, habe ich jetzt hier kein Problem, da die Axt genau die passende Breite auch behält durch diesen Mittelsteg. Ja, deswegen habe ich gesagt, auch nur, wenn ihr das neu zusammenbaut, habt ihr hier kein Problem. Ihr könnt dieses Teil gleich als Maßstab für die Achsbreite verwenden. Hier sieht die Achse nun so nochmal aus. Hier haben wir immer noch das Loch drin. Wenn es ein bisschen verrutscht, einfach nachjustieren. Man kann es ja drehen, solange es noch offen ist. Ich habe die Schrauben hier einmal umgedreht, das heißt, vorher waren die Köpfe oben und die Muttern unten. Und dieser Überstand zeigte natürlich nach unten, was meinen Pendelweg jetzt reduziert hätte. Und das will ich nicht. Ich will maximalen Pendelweg haben und wenn ich den begrenze, dann will ich das kontrolliert machen und nicht dadurch, dass irgendwo eine Schraube im Weg ist. Kommen wir wieder zu unserem Block. Wir bauen das Ganze jetzt zusammen. Hier ist jetzt der Punkt, wo einem prinzipiell immer die Hände ausgehen. Wir nehmen jetzt hier die Federn. Sind übrigens auch dabei. Und die Federn landen im Idealfall in den Löchern. Diese Löcher, die ihr hier oben seht, sind ja unten auch drin. Genau, dadurch wird die Feder oben und unten in den Löchern fixiert und kann hier schon mal nicht mehr aus. Ohne diese Löcher wäre ein Zusammenbau eine heillose Katastrophe. Und ihr seht schon, das sitzt schon. Ich kann hier unten sind wieder meine Sechskantaufnahmen für die Muttern. Das heißt, ich stecke die Muttern hier einfach unten rein, drücke ein bisschen dagegen und kann das Ganze festschrauben.
Damit wir das ganze Set verbauen, und zwar alles, was jetzt dabei ist, ist hier noch eine Schraube dabei. Die stecke ich jetzt hier vorne rein, durch das gebohrte Loch hindurch. Nachhelfen. Kommt hier hinten raus und kann ich ganz normal festschrauben. Und die kann ich auch wirklich festschrauben. Die bewegt sich nicht mit. Und dann wabbelt hier auch nichts umeinander, nach links oder rechts. Wir haben hier eine saubere Führung. Und jetzt haben wir die Pendelachse. So, das heißt, hier ist der Mittelpunkt dieses Pendels und wir haben links und rechts Platz zum Pendeln. Kommen wir nun noch zum Einbau von unserer Pendelachse. Das heißt, ganz egal, ob wir eben sie umgebaut haben oder auch das erste Mal gebaut haben, hier könnte ich jetzt natürlich das Maß nehmen, kann hier auch wieder reinbohren. Die Löcher sind genau die gleichen. In dem Fall habe ich ja schon gebohrt und Gewinde geschnitten. Das heißt, ich brauche sie nur noch hier festschrauben. Von oben nach unten auf meinen Alurahmen. Umlenkung nicht vergessen, wieder anzuschließen. Spätestens bei der Probefahrt wundert man sich sonst, warum das eine oder andere, die eine oder andere Kurve nicht mitgenommen wird. Mal gerade stellen und Servo anschließen. So, dann jetzt haben wir eine pendelnde Achse hier vorne und eine starre Achse. Das Ganze setzen wir jetzt auch gleich im Modell ein. Und ihr seht, wie genial das Ganze funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Pendelachse, die kann auch nirgendwo anders hin. Der mittlere Steg blockiert hier das ganze Teil. Das heißt, auch hier in die Links- und Rechtsseite habe ich alles fest. Da passiert mir nichts. Das pendelt sauber von links auf rechts. Jetzt habe ich ja immer diese Sache, wenn ich ein Pendel habe, bedeutet das, es geht auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter. Und das ist was, das gefällt mir nicht immer, weil gerade bei einem solchen Gespann ist es so, ich fahre an einen Berghang an oder an eine oder habe irgendein Hindernis vor mir, das starr ist auf beide Seiten, dann nützt mir dieses Pendel natürlich rein gar nichts. Ja, und nun, einfache Lösung, wir machen das Ganze nur federnd. Geht relativ schnell, kann ich sogar im Modell umbauen, das heißt, ich halte hier vorne die Mutter fest und drehe hier die mittlere Pendelschraube einfach aus. Kleine Zange für meine großen Finger, dann kann ich das hier rausnehmen. Und jetzt haben wir das Ganze federnd. Das heißt, wenn ich jetzt vorne irgendwo wo dagegen fahre, dann federt das ganze Modell ein, die ganze Achse federt ein und eben nicht eine Seite hoch und nur eine Seite runter. Wie ihr hier auch sehr schön sehen könnt, durch die gerade Anlenkung hier auf diesen Achsen, also hier einmal die Umlenkung und einmal hier oben, lenken die Räder nicht trotz dem, das eingefedert wird. Das ist auch ganz wichtig, haben wir immer wieder bei den Modellen mal, wenn ich hier eine lange Anlenkung habe, eine schräge Anlenkung habe und ich lenke Pendel ein, dass dann natürlich mein Lenkhebelweg verstellt wird. Das haben wir hier nicht. Das heißt, ihr seht, die Kugelgelenke gleichen das so aus, dass die Räder trotzdem gerade bleiben. Und eben, wenn ich jetzt vorne an einen Berg fahre, an ein Hindernis fahre, drücken sich einfach auch beide Räder ein. Weiterer Punkt an der Feder, deswegen gefällt sie mir persönlich am besten. Wenn ich ein Pendel habe, ist meine Achse etwas tiefer. Der Druck, das Eigengewicht, das Fahrzeug drückt die jetzt nachher auf genau die richtige Höhe. Bedeutet aber auch,
wenn ich jetzt irgendwo durchfahre, wo ich keine Erhöhung habe, wo ich einpendeln muss, sondern ich habe zum Beispiel ein Schlagloch, wo ich auspendeln muss, dann macht das die Achse. Denn wir haben hier auch nach außen hin, also beim Auspendeln oder Ausfedern, noch etwas mehr Spiel, was wir eben bei einem Pendel nicht haben. Um euch das Ganze jetzt hier auch noch ein bisschen zu zeigen, von der Seite her, seht ihr jetzt hier, ich habe hier, kann jetzt diese Achse einzeln aufpendeln und wenn ich das Rad hebe, pendelt die auch noch etwas nach außen auf. Hier hinten seht ihr, ich fahre jetzt hier hinten irgendwo drüber, die Vorderachse bleibt noch, geht nach unten, nach draußen. Dementsprechend verhält sie sich auch im Gelände und sieht man jetzt hier kaum oder sehr schwierig, ich kann beide Achsen einfedern. Und ich kann sie zur Seite federn lassen. Beim Einfedern selber verlieren wir hier in etwas Lenkeinschlag. Ich habe das Ganze schon probiert, habe die Grenze noch nicht gefunden, wo ich so weit einpendel und gleichzeitig so weit einfedern muss, dass es nicht passt. Es wird irgendwann dieser Moment kommen, was aber auch kein Problem darstellt, denn wir haben auch hier noch etwas Luft und ich habe das mal ganz grob angezeichnet. Wir müssten hier an diesen Punkten etwas Material wegnehmen. Hier sieht man es. Müssten ungefähr 3-4 mm an der Kante reichen, wenn man hier wegdremelt. Der Aluwinkel würde sogar über die gesamte Ding noch zusammenhalten. Also ich nehme nicht so viel raus, dass dieser Winkel zusammenbrechen würde, sondern klinke hier nur eine Ecke aus und habe dann sogar im voll eingependelten, eingefederten Zustand den kompletten Lenkeinschlag zur Verfügung. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch auch wieder sehr gut gefallen. Ich kann euch bei einem Vierachser nur empfehlen, macht eine Achsel pendeln bzw. federnd. Und das Faulenzer-Pendel gibt es bei mir wieder auf der Seite erhältlich, genauso wie den starren Faulenzer-Block. Und egal, ob ihr jetzt die Vorderachse pendelnd macht oder die zweite Achse pendelnd macht, eine sollte sich ausgleichen. Ihr werdet das sehen, wenn ihr wirklich beide starr einbaut und ihr seid nicht nur auf dem Teppichboden im Wohnzimmer unterwegs, dann werdet ihr merken, hoppla, wäre vielleicht dann doch gut, wenn sich wenigstens eine der Lenkachsen auch noch ein bisschen im Gelände ausgleichen könnte. Wie gesagt, krafttechnisch, fahrtechnisch war das jetzt kein Abbruch, aber so wird das Ganze nochmal einen ganzen Ticken eleganter und macht noch mehr Spaß und erzieht natürlich auch, gerade wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt im Gelände irgendwo durch Schlaglöcher um die Kurve, da zieht er natürlich dann auch noch mal ein bisschen besser um die Ecke. Ansonsten hoffe ich, dass wir das nächste Mal mit dem Kipper anfangen können, beziehungsweise die Easy-Kipp-Mechanik einbauen können. Das sollte nicht allzu lange dauern, ihr wisst das noch beim MAN. Und ich werde das Ganze jetzt noch mal ein bisschen testen. Ich empfehle euch für den Dreiachser wie den MAN auf jeden Fall den starren Faulenzer-Block zu nehmen. Wenn ihr hier nämlich hinten eine Pendelachse, also das 3D-Pendel drin habt und vorne eine Pendelachse, das wird zu weich, auch wenn es Federn drin sind, auch wenn ich euch die harten Federn mitschicke. Ich habe das bei meinem Mack gesehen, der hat diesen Aufbau drin. Es ist einfach ein furchtbares Geschaukel. Nehmt da bitte den starren Block. Wenn ihr eben den Vierachser nehmt, dann einen starren und das Faulenzer Pendel. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.